Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFT-Devisenradar am Dienstag, dem 22. März. Grüße Sie an dieser Stelle und wir wollen gleich wieder auf den Markt blicken, der hier sehr interessant daherkommt. Denn Bewegungen gibt es hier durchaus, wenn man hier auf die Yen-Pairs blickt. Wir sehen hier heute Morgen wieder starke Bewegungen und ja, auch der kanadische Dollar gegenüber dem japanischen Yen mit dem möglichen saisonalen Long-Setup von gestern gerät hier ein Stück weit unter die Räder. Man sieht, es ist hier doch nicht immer alles so klar, wie es manchmal scheint. Letztlich hier die Yen-Stärke sehr, sehr signifikant und man muss sehen, ob sich diese hier durchaus noch weiter ausarbeiten kann. Wir wollen aber heute hier viel mehr auf den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar blicken, der auch als Loonie hinlänglich bekannt ist und dieses Währungspaar hier eben auch mit dem US-Dollar und dem kanadischen Dollar im Einfluss wird natürlich hier maßgeblich auch von Rohstoffpreisentwicklungen geprägt. Und dazu sahen wir eben hier während der letzten Jahre und dem entsprechenden Rohstoffpreisverfall, insbesondere auch dem Ölpreis oder massiven Ölpreisrückgang, hier diese sehr, sehr exemplarische Aufwertung. Der US-Dollar hier mit Stärke und der kanadische Dollar entsprechend schwach führte eben hier zu einer wirklich, wirklich starken Renaissance. Man sieht hier auch diese schöne Untertassenbodenbildung während der Jahre 2010 bis 2014 mustergültig nach oben aufgelöst und vielmehr sogar noch die Preisziele auf der Oberseite alle abgearbeitet. Die Gretchenfrage eben hier: Geht das genauso in diesem Tempo weiter? Man sieht sehr nüchtern, wenn wir die Fibonacci-Levels mal rausnehmen, was hier im Prinzip seit, ja, Anfang des Jahres passiert ist. Wir haben hier ein neues Mehrjahreshoch gemacht, oberhalb der Region von 1,55. Historisch muss man hier sehr, sehr weit zurückgehen, um diese Preislevels einzufangen, und zwar bis ins Jahr 2003. Da stand der Loonie zuletzt auf diesen Höhen und ja, unschwer zu erkennen, was in den letzten Wochen seither passiert ist. Eine Korrekturwelle, wie man sie sehr selten sieht. Knapp 1500 Pips ging es hier nach unten. Der Loonie also hier sichtlich im Zugzwang und wir steuern hier geradewegs auf diese horizontale Unterstützung zu. Diese Zone, die sich hier von dem früheren Hoch bei 1,3064, Schrägstrich hier dieser Unterstützung auf der Unterseite bei 1,28 ergibt, das ist jetzt ein Level, da wird es hier sehr, sehr interessant. Wir sehen in dieser Handelswoche auch schon eine leichte Erholungstendenz, wenngleich die Woche natürlich hier mit dem Dienstag heute gerade mal beginnt. Das heißt, die Kerze ist natürlich hier noch in jegliche Richtung offen und es kann durchaus noch ein Stück weit tiefer gehen. Tatsache aber die Frage, ob die Korrektur jetzt vorbei ist oder nicht, man muss dem Ganzen natürlich hier auch mit dem Blick auf den Ölpreis hier immer noch ein Stück weit Relationen schulden. Das heißt, wenn der Ölpreis hier deutlich wieder in eine Korrektur übergehen würde, dann würde das den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar definitiv weiter nach oben anheben. Erholt sich der Ölpreis hingegen weiter bzw. stabilisiert sich, dann wird auch hier sehr, sehr viel vom US-Dollar selbst abhängen und da sahen wir ja auch zuletzt die großen Gretchenpunkte in Sachen Leitzinserhöhung in den USA. Gestern wurde mal wieder laut, dass es da was geben könnte. Dann ist es so, dass die Konjunkturdaten doch wieder besser waren. Also hier ist es im Prinzip so, dass da natürlich nach wie vor mit einem Stück Unsicherheit nach oben gekehrt wird. Aber die Aussicht, dass es dieses Jahr noch vier Zinsanhebungen geben wird, ist denn nun doch schon mehr als gedämpft. Also das heißt, der US-Dollar hat hier deutlich an Bias verloren. Der kanadische Dollar entsprechend hier aufgrund der Ölpreisstabilisierung Erholung profitiert und rein technisch muss man jetzt abwarten, was hier direkt in diesem benannten Bereich passiert. Also Tatsache ist, wenn der Loonie sich um 1,30 mit Spikes in Richtung 1,28 hier anfängt zu stabilisieren, dann hat das Währungspaar durchaus die Chancen, nach oben wieder aufzudrehen und hier Richtung 1,40, 1,45 unter mittelfristiger Sicht zu gehen. Allerdings ist hier dann eben die Stabilisierung notwendig. Ansonsten Trendmärkte können gerade im Forex-Markt sehr ausgeprägt sein. Sollte es der Loonie nicht schaffen, sich hier zu stabilisieren, dann wäre hier ein Wochenschlusspreis unter 1,28 definitiv als Folgeverkaufssignal anzusehen, dann muss man mit Niveaus um 1,20 bis hier zu dieser Aufwärtstrendlinie um 1,18 rechnen. Das wäre dann hier auf Big Picture Sicht die unvermeidliche Folge. Doch gehen wir mal ein Stück weit in die Tiefe. Wir hatten den Loonie unlängst auch schon im Radar. Da wurde ja zugegebenermaßen noch ein kleiner Pullback nach oben erwartet, um dann eben hier genau dahin zu laufen, wo wir jetzt sind. Also eine weitere Schwäche wurde durchaus kalkuliert oder eingeplant, auch vor dem Hintergrund, dass wir hier diesen Aufwärtsimpuls, den wir gesehen haben, den kurzfristigen von Oktober bis zum Januar hoch, eben hier um mehr als 61% nach unten aufgelöst haben. Und das spricht in der Regel immer dafür, dass der Preis auch weiter Richtung Ausgangslevel der Impulswelle, also hier zum 100%-Niveau, korrigiert. Das hat er noch nicht gemacht, aber hier wäre dann das Level von 1,28, was wir gerade auf dem Wochenchart gesehen haben, durchaus interessant für
Mögliche Stabilisierungen. Gut, ja, heute sehen wir aber auch mit dem Beginn der letzten Woche hier erstmal eine kleine Stabilisierungsphase und dies passt auch. Und da zeige ich Ihnen gleich den nächsten Chart. Hier in dem Fall jetzt den Seasonal Chart. Passt auch ganz gut ins Bild, da wir hier ja, zum Ende des Monats März hin eine leichte Stabilisierung sehen, um dann hier direkt auf die letzten Tage bis in den April direkt hinein hier einen starken Erholungsimpuls rein saisonal zu erleben. Also es sieht eigentlich technisch so aus, als hätte der Luni hier durchaus das Potenzial, kurzfristig eine Erholungswelle einzuleiten. Das müsste dann für Preise bis 1,34, 1,35 sprechen. Allerdings eben hier vor dem Hintergrund, dass wir keine neuen Verlaufstiefs machen. Hier könnte man als Anhaltspunkt das Tief vom 18.03. nehmen, das war 1,29,23. Wenn es darunter geht, dann muss man hier mit 1,28, 1,27,50 definitiv rechnen. Ob das natürlich jetzt in der Kürze der Zeit passiert, das sind nicht mehr viele Tage bis zum Monatsende, bleibt mal abzuwarten. Letztlich auch eine Stabilisierung auf aktuellem Niveau möglich. Und wenn es eben hier nicht deutlich unter 1,30 geht, dann hat das Währungspaar technisch gesehen und saisonal gesehen in jedem Falle die Chance, sich hier ein Stück weit jetzt erstmal korrektiv nach oben zu erholen. Korrektiv deswegen, weil wir hier auf Tagesbasis hier durchaus jetzt einen negativen Bias haben. Das heißt, Sie sehen es auch hier an dieser Oberseite. Diese rote Linie, das ist ein Widerstandslevel mit dieser Trendlinie gekoppelt, sind wir hier bei 1,3430 in einem starken Widerstandscluster und da müsste er erstmal rüber, bevor hier überhaupt das Bild wieder besser wird. Wo mit die Ellipse, da ist er. Hier, das ist die Zone, die hier als Pullback-Level dient und solange das Währungspaar darunter verweilt, haben im Prinzip die Bären den Vorteil auf ihrer Seite. Kurzfristig kann es aber, wie gesagt, durchaus zu einem Impuls nach oben kommen, der eben hier für Preise bis 1,34 spricht. Und dann muss man mal abwarten, ob der Markt die Power hat, hier nach oben durchzuziehen. Sollte das ausbleiben, gehen wir direkt mal zu Plan B über. Neue Verlaufstiefs müssten, Schrägstrich, würden dann definitiv eine Korrekturfortsetzung einleiten. Und dann hätten wir hier ja, sogar Richtung Preise von 1,20 durchaus zu erwarten. Aber das steht eben in den Sternen, ob der Preis das hier tatsächlich vollzieht. Man sieht hier übergeordnet den richtigen Stimmungswechsel. Also man muss definitiv davon ausgehen, dass sich der Bias hier gedreht hat. Und trotz Saisonalität und technischer Erholungstendenzen bleibt das übergeordnete Bild. Das ganz Große ist jetzt durchaus noch bullisch, aber durchaus angeschlagen. Und weitere Tiefs können hier nicht ausgeschlossen werden. Also, wer hier rechtzeitig reingekommen ist in die Abwärtswelle, Glückwunsch. Die muss noch nicht vorbei sein, aber es spricht kurzfristig durchaus einiges dafür, dass wir hier zumindest mal einen korrektiven Gegenbewegungsimpuls sehen. Und wie weit der geht, das haben wir hier, wie gesagt, dargestellt. Oberhalb dessen, oberhalb von 1,35, dann muss man sogar durchaus noch mit Zugewinnen in Richtung 1,38, 1,40 rechnen. Doch das werden wir dann zu gegebenen Zeit zeitnah hier analysieren. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag und wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich morgen 9:30 Uhr wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.